Ja, yo und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ja, ich habe jetzt längere Zeit wieder nicht aufgenommen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich jetzt wieder ein Leistungshoch habe. Jetzt wieder ein Leistungstief. Ach ja. Kommt halt alles so, da ich ja in letzter Zeit echt lieber Civilization 5 gespielt habe, The Witcher 2, dann noch Dragon Age Origins fertig gespielt, nachdem ich da ungefähr irgendwie jetzt wieder einen halben Monat Pause gemacht habe. Jetzt bin ich sehr am Dragon Age 2 spielen, wieder. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, du spielst Dragon Age 2, das ist doch voll scheiße. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Dragon Age 2 richtig gut. Ich habe auch Origins, wie ja schon gerade eben gesagt, gespielt und ich finde beide Teile super, also ich habe damit kein Problem. Ja. Yeah. Okay, Helden und Dratschlauf tun wir noch rein. Ah, den Erzruiden, Moment, wie viel ich brauche. Wenn ich den Erzruid noch rein tue, dann hätte ich halt nur noch ein paar. Okay. Hau ich mir noch ein bisschen Stein drauf. Okay. Das passt doch. Jetzt habe ich zwei Helden noch zusätzlich. Und dann würde ich sagen, ein bisschen starten. Es war wundervoll. Alles verlief genau wie geplant. Die Maschine flog wie ein Vögelchen. Die Lenkung war sowas von leichtgängig und dabei präzise. Nur schade, dass diese dumme Sache mit dem Pteranodon passiert ist. Immerhin bin ich jetzt der erste Konstrukteur in zwei Welten, der jemals ein Einwegflugzeug konstruiert hat. Yeah. Naja, so oder so. Wir haben es schließlich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die alte Tempelanlage und den Propheten finden. Hoffentlich erwarten uns unterwegs keine unangenehmen Überraschungen. Wir haben jetzt 23 Uhr. Damit ihr das wisst. Ich muss Sie eindringlich bitten, etwas leiser zu sein. Wir haben Brutzeit. Oh ja, na klar, Brutzeit. Tut mir leid, das passiert mir leider immer wieder. Das war gerade Ihr Saurier, oder? Vielen Dank für die Hilfe. Gern geschehen. Es freut mich, dass endlich jemand meinen alten Feinden, den Seas, eine Lektion erteilt. Sie kennen die Seas? Diese Art von Schurken entwickelt sich leider niemals weiter. James Warden? Sie sind eine Legende. Ihre Theorien haben die Welt verändert. Tatsächlich? Phänomenal. Hätte ich zu gerne miterlebt. Wollen Sie vielleicht mit uns zu Abend essen? Sie teilen Ihr Schicksal mit unserem Freund Tasloff. Sie haben Tasloff? Dann ist es mir eine besondere Ehre. Ich weiß nicht, ob er einer berühmten Persönlichkeit wieder nachempfunden wurde, aber na gut, genau kann ich es nicht sagen. James Warden wird aber von lebenden Raubtieren nicht angegriffen. Wenn er die Stufe 2 erreicht, wirkt diese Fertigkeit auch auf verbündete Einheiten in seiner Nähe. Raffiniert. Okay. Allosaurus Wardens Haustier. Okay. Ich würde mal sagen, hier verhält sich das genauso wieder wie beim Wassertempel. Einheiten haben nun die Fähigkeit, sich einzugraben. Eingegrabene Einheiten sind für Feinde unsichtbar, können aber durch eine Spezialfähigkeit aufgedeckt werden. Okay.
So ähnlich wie bei StarCraft das mit den Zerg-Einheiten. Die können sich auch eingraben und können erst mit Detektoren aufgedeckt werden. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich muss jetzt irgendwo wieder reinkommen. Ah, okay. Was hast du vor? Ausgezeichnete Wahl. Ich kann nur rumsitzen und warten. Da sind Saltasaurier. Ab und zu bilde ich mir mal ein, dass irgendwie mein Handy vibriert. Vielleicht, weil es immer schon so oft vibriert hat und ich habe da irgendwo langsam diesen Tick, dass ich da irgendwie dann immer schauen muss. Aber naja, das ist halt so. Was für ein Spaß! Steinmetz, Sägewerk. Ich schweige und gehorche. Wie waren das? Ach ja, genau so. Was ist dahin gebaut? Es sieht ja so schön aus hier. Passt ja zu diesem Dschungel-Flair. Ich will kämpfen. Gesundheit, lieber Cole. Ach ja. Er muss ja gerade niesen. Was habe ich denn für Quests? Auf der Pirsch. Finden Sie den Tempel. Achten Sie auf Thief-Patrouillen im Dschungel. Vermeiden Sie so lange wie möglich gesehen zu werden. Lassen Sie die Patrouille nicht entkommen, wenn diese sie entdeckt. Okay. Brauche ich die schnellere Einheiten dann? Ich kann mal sagen, schick da mal jemanden hin. Ich weiß, wo die Lager sind. Ich habe das Level ja schon gespielt und hab's gehasst. Im umliegenden Dschungel werden sie auf Seas-Einheiten treffen. Sollten die Seas sie bemerken, werden sie versuchen, ihre Basis zu alarmieren. Auch ein Angriff auf eine Seas-Basis löst einen Alarm aus und warnt alle Gegner. Ist klar. Solange kein Alarm ausgelöst wird, greifen die Seas nicht von selbst an. Die kommen aber von selber. Wie gesagt, die Patrouillen laufen hier rum. Und darum habe ich die Einheiten jetzt hingestellt, damit die... eingegraben. Damit die, sehen können, wenn da was ankommt. Sobald eine Patrouille verschwunden ist, ich weiß nicht, ob sie dann gleich nochmal im Nachhinein was rausschicken, damit der, damit jetzt dann wieder so gesehen gefunden sucht oder findet, weiß ich nicht. Ist etwas länger her, dass ich das Level gespielt habe. Aber nein, mal gucken. Wardens Allosaurus. Ich weiß gar nicht mal, ob die, selbst wenn die den Allosaurus sehen, ob die dann. Oh, da ist ein Patrouille. Ich bin dabei. Sentinel, Stufe 3, Seas Patrouille. Oh ja. Ich hab da eine Idee. Das ist etwas weiter weg. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ausgezeichnet. Schick ich jetzt auf den. Oh Mann, das. Oh Gott, das Eingraben muss jetzt erstmal aufladen. Dann schicke ich die jetzt nach da oben. Ausgezeichnet. Euer Wunsch ist mir Befehl. Was soll ich tun? Denn der dreht seine Runde hier außen rum, geht dann. Das Lager ist hier, das sieht man auch. Und kommt hier immer raus und geht dann nach da oben. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, eingegraben. Hier sind Raptoren. Da unten irgendwo so ein Artefakt, das weiß ich.
Denn es ist eigentlich immer so, wenn sowas das bewacht an sich. Was gibt's zu tun? Alles, was bewacht wird, da ist dann immer irgendwas da. Merkt euch das. Vor allem ist in MMOs so. Blitzschnell. Spreche ich aus Erfahrung. Somit jetzt. Würde ich da so behaupten. Was braucht. Ach, ich muss ein Sägewerk bauen, was ist klar. Sägewerk. Ich würde eigentlich mal sagen, dass ich das hier abholze. Ich habe eine Idee. Ah, so. Was ist zu? Brauche jetzt erstmal mehr Arbeiter noch. Was hast du vor? Guter Gedanke. Was gibt es Neues? Ich freue mich sehr. Was gibt es Neues? Die Welt ist nicht unveränderlich, sondern unterliegt einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Alle Organismen stammen durch einen kontinuierlichen Verzweigungsprozess von gemeinsamen Vorfahren ab. Die Evolution erfolgt stets allmählich und nicht in Sprüngen. Die am besten angepassten Individuen zeugen am meisten Nachkommen. Die Welt ist nicht unveränderlich, sondern unterliegt einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Also Leute, euer Befehl dienstbereit. Hört ihm zu, das ist keine Blasphemie oder sonst was. Nächste Aufgabe. Ich gehe vor. Da lang, auf dem Weg. Denn man muss bedenken, Evolution, es gibt ja diese Sachen mit diesen, an sich immer mit solchen Mutationen, so gesehen. Kennt ihr wahrscheinlich das Wort Mutation, müsst ihr euch was sagen? An sich beispielsweise so eine Evolution. Ich glaube, das wissen aber die meisten Leute eigentlich nicht. Eine Evolution ist an sich eigentlich auch nur eine Mutation, die allmählich, die an sich so allmählich voranschreitet. So in langsamen Schritten, aber passiert. Es gibt auch Mutationen, wie beispielsweise, ich nenne es jetzt mal in dem Fall die Tumor. So ein Tumor ist an sich auch nur eine Mutation, die eigentlich nichts Schlimmes macht. Das wissen die meisten Leute eigentlich nicht, dass an sich so ein Tumor nichts Schlechtes ist. Bloß ist es dann so, dass der Körper sich eigentlich, weil der Körper denkt wiederum, ist es ein Fremdorganismus. Und somit wehrt sich der Körper wiederum gegen diesen Tumor und der Tumor wehrt sich gegen den Körper. Und darum passiert das dann, dass der Tumor dann, so gesehen, lebensbedrohlich wird. Zumindest denke ich das. Und das habe ich, glaube ich, mal auch irgendwo gelesen oder gelernt. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ungefähr so ist es. Ich stehe euch zur Verfügung. Zu Diensten. Ich habe eine Idee. Ach ja. Kann ich jetzt eigentlich schon Nebeltürme bauen? Ich frage mich bestimmt. Hä, Nebeltürme, was ist das? Und zwar, ich werde es euch mal erklären. So ein Nebelturm, der sehr hilfreich. Oh, ich muss ein Reisfeld bauen. So ein Nebelturm ist ganz hilfreich. Und zwar, der kann hier meine ganzen Sachen verdecken. Bloß verdeckt der Nebelturm nicht sich selbst. Somit werden so gesehen halt meine ganzen Gebäude unsichtbar. Was in dieser Mission sehr hilfreich ist. Aber ja doch. Und die Gebäude decken sich auch nicht auf, wenn dann beispielsweise der Nebel, wenn sie eingenebelt sind und dann angreifen. Da decken sie sich aber nicht auf. Was auch sehr toll ist. Kommt ein Reisfeld hin. Hier kommt so eine Jagdhütte hin. Damit ich sowas auch habe. Ich weiß, dass da gleich das Haupthaus ist, aber trotzdem. Ich schweige und gehorche. Aber ja. Ich höre so eine Gegnereinheit, die daherkommt. Ich werde es versuchen, noch nicht hier raus zu expandieren.
Die Einheit da bereitet mir Sorgen. Ich habe eine Idee. Zum Glück kann der das nicht da unten sehen. Was macht denn der da für Sachen? Er macht so behinderte Handbewegungen. Okay. Zeit zu handeln. Zeit zu handeln. Das erinnert mich an Gavlan Wheels, Gavlan Deals. Gavlan won't souls. Many souls. Ja, und das ist ein Zitat von Gavlan aus Dark Souls 2. Versteht sich. Mit der Betonung auf dem 2. Ich frage mich nur, ob ich jetzt an sich schon mit meinen Einheiten so eine Thief-Basis zerstören könnte. Ich brauche Steine. Was gibt's zu tun? Euer Befehl? Was gibt's zu tun? So. Saurierfarm. Mir ist auch aufgefallen, und zwar am Donnerstag sind die aus meiner Klasse letzten Endes draufgekommen, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Und die haben mich damit dann belästigt, natürlich. So wie die meisten Leute sowas immer tun. Sobald die meisten Leute so etwas wissen, gehen sie einem kontinuierlich auf die Nerven. Euer Befehl? Das ist immer so. Genauso wie mir eine ganz bestimmte Person immer wegen meiner Bienencap auf die Nerven geht, weil diese Person immer meine Bienencap aufziehen möchte. Was ich aber überhaupt nicht leiden kann. Ja. Zumindest nicht bei bestimmten Personen. Na gut, eigentlich alle Personen, die... Na gut, eigentlich mag ich das bei allen Personen nicht, die das machen. Und Steinmetz baue ich jetzt hier hin. Einfach damit es voller wird. Aber ja doch. Ich will auch mal so machen, ich greife den Salter an. Und los! Greif den Salter an. Was ist zu tun? Der gibt mir viel Schäden. Das ist perfekt. Der bereitet mir immer Sorgen, wenn er da so vorbeiläuft. Hä, wen oder was greift der überhaupt an? Ach, der greift Cole an, der wird. Ah ja, der wird geheilt. Ah. Vom Tempel, das ist perfekt. Ich stehe in eurer Schuld. So würde ich ihn erstmal aufstufen. Was gibt's? Ich stehe in eurer Schuld. Auf dem Weg. Lauf! Ja, ja, das mache ich. Ich würde gerne da unten. Ich muss gucken, wo die Seas hier ihre. Die Seas haben da ihre Basis. Da haben sie ihr Steinfeld. Und hier ist noch ein Steinfeld. Da ist auch ein Steinfeld. Aber wie man hier hört, zieht er hier seine Patrouillen da hinten aus dem Blick durch das Blickfeld von meinem Dings durch. Von der Bogenschützin. Und dann wahrscheinlich hier so entlang. Okay. Gibt es hier noch. Oh. Triceratops. Okay. Dann gibt es hier noch was. Das weiß ich. Hier ist aber keine offizielle Basis. Hier ist ein Steinfeld. Und dann geht es hier runter. Also hinten rum. Und dann da und dann hier oben hin, wo lauter Allosaurier sind und
als ich